Bildung ist unsere wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe. Zu oft haben wir aber Bildung organisiert, so wie im letzten oder vorletzten Jahrhundert. Die Digitalisierung gibt uns da ganz neue Möglichkeiten der Individualisierung, wirklich Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo sie stehen, bei ihren Stärken, ihren Schwächen. In Deutschland findet das zu selten und zu wenig statt. Es gibt zwar einen Digitalpakt der Bundesregierung mit den Ländern, der bezieht sich aber vor allen Dingen auf Hardware, auf Tablets, auf Kabel, auf WLAN-Router. Was wir brauchen, ist ein Digitalpakt 2.0. Der auch digitale Didaktik, Lernmethoden, Lernmaterialien zum Gegenstand hat. Die Weiterqualifikation der Lehrerinnen und Lehrer. Und genau das hat die FDP-Bundestagsfraktion beantragt. Wir wollen Geld in die Köpfe investieren und nicht nur in die Kabel.